Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dose mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier bei dem Quest Bruchstücke der Vergangenheit. Eigentlich wollten wir da nur einen kleinen Seitenquest angehen. Ja, besuche einfach dieses Museum und hurra, jetzt sind wir aber schon hier. Ja, der hat uns eine Aufgabe erteilt und ich denke, das wird ein wenig länger dauern. Wir sind allein unterwegs und bring den Knauf von der Klinge in deinen Besitz und dann machen wir das doch gleich einmal ruckzuck. Schauen wir mal, wie weit das noch geht. Ich denke mir, das ist so ein Seitenquest. Was weiß ich, da gehst du mal kurz in die Höhle und machst Trambalsamba, aber nö, der Museumsbesitzer muss natürlich gleich wieder mal einen voll draufsetzen. Und hier hat wer Hilfe geschrien, ich weiß ja auch. Und da oben, ja, wollte ich gleich mal nachschauen, da oben müsste es ja nach wie vor oh, hier, da sind doch Höhlen, ja, da oben, da ist eine Mine und da gibt es einen Perk, also wir müssen nochmal reinschauen, die Jungs haben da irgendeine versteckte Schatztruhe gefunden, aber anscheinend nicht bei mir. Egal. Also hier sollte es sowas geben. Und das war es dann auch schon. Ist da noch eine? Ne, egal. Wir schauen mal auf die Karte. Also hier, wo ich das gezeigt habe, da sollte es sowas geben wie einen Schatz, ein Easter Egg. Ja, da gibt es viele Sachen, die man finden kann, von Zaubertränken bis Schwertern bis hin, was weiß ich. Also extrem viel Schätze, aber wahrscheinlich nicht für die Xbox, Leute. Egal. Da gibt es noch eines, so ein Easter Egg, nämlich Dämmerstein. Wo sind wir hier? Da müssen wir. Wo müssen wir da hin? Schaut gleich mal nach. Hier rein nach Mordtal, oder? Wieso habe ich da jetzt 2 Marker, 3 Marker? Was ist denn da jetzt los? Verflixt nochmal, was ist denn da passiert? Ist da noch irgendwo ein Marker aktiv? Da unten ist noch was, ja. Leute, das ja. Und wir sind hier? Nun gut, wir müssen da rein einmal. Das schätze ich ist der nächste, ja. Ja, gleich ein paar Marker, das ist ja natürlich klar. Für mich, Doso, der sich so gut auskennt. Seid eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Okay. Wenn du das sagst. Bist du der? Mordtal war einst ein ruhiger Ort. Aber da war die Welt auch noch in Ordnung. Ja. Ah, ich habe euch Mordtal noch gar nicht vorgestellt, gell? Ja, das, ja, genau. Mordtal ist ein wenig ein komisches Plätzchen, würde ich sagen. Da ist er. Mit dem reden wir jetzt. Kurz einmal, ja? Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles. Verstanden? Sag nicht, ich möchte nur in Ruhe meine Arbeit machen und meine knappe Freizeit genießen.
Ja, ich suche nach Teilen von Meros Klinge. Ich weiß nicht, wovon er redet, Fremder. Tatsächlich? Da gibt's eine andere Meinung. Ich habe von ihm gehört. Mein Vater verdächtigte ihn, mit der mythischen Morgenröte in Verbindung zu stehen. Er hatte wohl recht. Ich brauche sie nicht. Meine Familie hat 8 Generationen damit verbracht, die Klinge vor einem toten Kult zu schützen. Meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem Haus bleiben. Ihr werdet es also nicht vermissen? Ich bezahle für das Heft. Gib mir das Heft, sonst werde ich und... Ja, Leute, ich kann da entweder einschüchtern oder überreden oder... Puh, was soll ich denn da machen? Ihr wollt unbedingt dieses Heft? Gut. Hier sind die Schlüssel. Es befindet sich in einer Truhe in meinem Haus. Super. Warum kümmert sich der Jarl nicht? Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Seltsame Sache. Dazu kommen noch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Ihr habt so ausgesehen, als wärt ihr wegen etwas hier aufgebracht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Vertraut ihr der Jarl nicht? Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Ja. Bis dann. Jürgen, okay. Jürgen, das war's dann auch schon. Der Zauberer ist nicht so schlecht, Leute. Von dem habe ich ein paar Bücher bekommen, die sind echt cool. Jürgen, darf ich rein da und hol mal schnell das Buch für den Quest. So, hallo? Ist da wer da? Nee. Okay. Heft von... Ja, genau. Ah, die meinen den Schaft und nicht das Heft. Ein Heft, ja, okay. Und das nehme ich doch auch gleich alles mit, wenn wir schon hier sind. Die kannst du kaufen. Noch was zu mitnehmen hier? Nö. Da? Nö, okay. Ich zeige euch jetzt gleich einmal Mortal. So, ja, Mortal ist eigentlich recht simpel und klein. Da gibt es ein paar Hütten am Wasserrand hier, da, wo der Marker hinzeigt. Da ist, glaube ich, ja, von der Jarl das Haus. Da hinten ist gar nichts, da ist alles nur Moor. Da oben war ich noch nicht, da hatte ich Angst davor. Da ist eben die Mühle. Und wir schauen gleich einmal nach, wie es da aussieht. Bringt das Heft dann, haben wir schon, ja. Und dann haben wir noch was zu erledigen. Aber wir könnten gleich einmal da reinschauen. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung, ja, stimmt's? Schon klar. Da war ich noch nicht. Karte schnell, aber schnell. Wir sind jetzt... Wir müssen jetzt... Ja, da ganz ins Outback und dann darauf auch noch. Wir sind da. Wie viel gibt es denn noch? Einmal hier. Und, oh. Genau die blödesten Städte, die es gibt. Wir schauen da jetzt kurz mal da rein. Das hatte ich noch nicht. Ich habe immer versucht, so schnell wie möglich hier zu verschwinden, weil da immer diese... Habt ihr euch verlaufen? Eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur fragen... Habt ihr meine Mutter gesehen? Ich warte immer noch darauf, dass sie nach Hause kommt.
Das gibt einen Quest, Leute. Also Wigmund. Papa sagt, dass ich nicht mehr warten soll. Warum nicht? Irgendwann muss Mama doch nach Hause kommen. Ja, denke ich doch auch, oder? Wer sind die Sturmmäntel? Und warum sollte Mama lieber mit ihnen Zeit verbringen als mit mir? Ah, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ihr braucht etwas? Eigentlich nicht. Hallo. Okay, klingt ja echt traurig. Was ist denn da an der Wand? Was ist denn das da? Ja, Leute, irgendwo stehe ich da jetzt am Schlauch, wie des Öfteren, aber egal. Wir könnten dann noch schnell was verkaufen. Da gibt es eine Alchemistin hier. Und zwar hier, denke ich. Ja, Taumaturg heißt hier der Alchemist. Hütte des Taumaturgen. Und das wäre auch der erste Anlaufpunkt, wenn ihr schnell leveln wollt. Ja. Jürgen und ich rackern uns ständig ab. Mortal bedeutet uns eben beiden sehr viel. Lami, komm. Ich bekomme hier nicht viel Kundschaft, aber so habe ich Zeit, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Klingt gut. Ich habe damit begonnen, als ich noch ein junges Mädchen war. Eine Tempelheilerin auf Pilgerreise blieb hier und hat mir die Grundlagen beigebracht. Sie hatte ein Buch dabei, das den Titel »Das Lied der Alchemisten« trug. Ich habe es immer wieder gelesen. Wenn ich doch bloß noch ein Exemplar davon hätte. Wenn ich eine Abschrift finde, bringe ich sie euch, okay? Wirklich? Ich würde euch gerne etwas über Kräuter erzählen, wenn ihr das Buch findet. Okay, wir haben schon wieder einen Quest. die junge Dame da ist... Ja, ich habe mit ihr noch nicht viel geredet, eben nur gehandelt. Trainieren, sie kann uns auch was beibringen, aber wir sind ja schon zu gut. Habt ihr Schwierigkeiten hier draußen vor? Nein, nein. Nun, manchmal schon. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe oft nicht allzu viel zu tun, also probiere ich gerne neue Sachen aus. Meist funktionieren sie nicht, aber ich versuch's trotzdem. Und im Handumdrehen sind dann meine Vorräte aufgebraucht. Lami, du bist echt cool, ja? Schau mir mal. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Sag uns mal was, was hast du da? Du hast 500 Gold, das ist extrem wenig, ja? Was verkaufen wir dir da? Feuerresistenz und... so... Noch was. Und das war's dann auch schon. Vielleicht hast du da was Besonderes bei den Zutaten. Schauen wir mal. Blasenpilz. Nö. Feuersalz. Haben wir eigentlich alles? Ja. Schimmerpilz auch nix. Ne. Okay. Lami, danke vielmals für die Unterhaltung, es war mir ein Vergnügen und wir stürzen uns da gleich wieder mal zum nächsten. Also das war jetzt die Alchemistin hier, die Taumaturgin. Da vorne gibt es noch einen kleinen Laden, den zeige ich euch da auch. Da schimmert irgendwas, hört ihr das? Da vorne, ja. Eine Nierenwurz. Wir kennen auch schon eine Nierenwurzplantage. Ja. Ups. Da gibt es eine kleine Kaschemme noch. Aber ich, ja, soweit ich mich erinnern kann, die schimpfen immer. Hals. Lauthals. Aber diesmal nicht. Mein Verstand wiegt schon schwer genug. Lasst mich in Ruhe essen. Gorm, komm. Ja. Beunruhigt euch etwas?
Es gibt da ein Problem, ja. Ich mache mir Sorgen um Idgrot und weiß nicht, was ich tun soll. Was gibt es für ein Problem? Sie ist völlig in ihren Visionen versunken. Und es wird immer schlimmer. Ich kümmere mich schon so lange um ihre Sicherheit. Wenn sie nicht zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden kann. Wie soll sie da Hjalmarsch regieren? Kann ich sonst noch was tun? Ja, das könnt ihr wohl. Es gibt da einen Brief, den ich seit geraumer Zeit mit mir herumschleppe. Es ist an der Zeit, ihn zu überbringen. Ich kann nicht von Idgrots Seite weichen und muss hierbleiben. Könntet ihr dafür sorgen, dass Herr Hauptmann Aldes in Einsamkeit erreicht? Oh, das geht schon, ja. Ich werde dafür sorgen, dass euer Brief... Danke. Bitte öffnet ihn nicht. Er ist vertraulich. Wenn so ist, dann ist es so. Okay, gut. Einsamkeit. Auf Wiedersehen. Da kommen wir schnell mal hin. So. Wer bist denn du? Immer noch unverändert. Ich sag euch, wir müssen etwas unternehmen. Wenn die Zeit gekommen ist, wenn wir uns sicher sind. Je länger wir warten, umso schlimmer wird es. Reden wir ein andermal darüber. Du schaust aus wie Wilkers. Ja? Mortal war jetzt ein ruhiger Ort. Aber da war die Welt auch noch in Ordnung. Ja, du bist da draußen gestanden auf der Brücke, dann reden wir gleich. Ich bin der beste Krieger in Mortal. Und das ist keine Prahlerei. Was? Soll ich es unter Beweis stellen? Ich wette 100 Goldstücke, dass ich euch ohne Waffen bezwingen kann. Ja, ist mir klar. Ich habe Besseres zu tun. Milchtrinker. Was wollt ihr in der Stadt? Ach, ihr wisst schon. Mal dies, mal das. Sie haben mich noch nicht zur Wache ernannt, obwohl ich danach gefragt habe. Also nehme ich alle möglichen Aufträge an, was sich so ergibt. Es scheint so, bis zum nächsten Mal. Ja, es gibt immer einen Schläger in der Kneipe. Ist euch das aufgefallen? Wir könnten ihn wahrscheinlich auch zu unserem Begleiter machen. Ja, ist nicht so cool, der Typ. Wir haben nicht viel zu bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Okay. Ich hatte nicht vor, eine Taverne zu betreiben, aber Valion wollte hierhin, also bin ich mitgegangen. Ja, die Liebe, wo die hinfällt, gell? Was ist mit dem abgebrannten Haus? Rogers Haus? Es ist vor kurzem abgebrannt. Das mit seiner Frau und den Kindern ist wirklich schlimm. Die Schreie haben die halbe Stadt aufgeweckt. Die meisten Leute meiden es, da sie fürchten, es sei verflucht. Wie ist das Feuer ausgebrochen? Rogger behauptet, das Feuer sei von der Kochstelle ausgegangen. Einige sagen, Rogger hätte es selbst gelegt. Obwohl seine Frau und sein Kind im Haus waren? So erzählt man es sich. Er lebt jetzt bei Alva. Einen Tag nach dem Brand ist er eingezogen. Es gehört sich einfach nicht, einen Tag, nachdem die Familie stirbt, zu einer neuen Frau zu ziehen. Und natürlich können sie nicht beweisen, dass es sich um... Ja, unser Jarl wüsste jedoch nur zu gern, ob er es getan hat. Vielleicht zahlt er sogar dafür. Begonnen die letzte Ruhe. Leute, ich komme da einfach nicht raus. Puh. Nein, es gibt überhaupt keins. Schon vor dem Krieg gab es nicht viele Gründe, Mortal aufzusuchen. Und jetzt? Naja, sagen wir einfach, die Vordertür wird nicht oft benutzt. ja, was ist mit dem Ork? Lorbuk? Er hält sich für einen Barden. Er zahlt, also kann er bleiben. Hätte ich Kunden, würde ich mir Sorgen machen, dass er sie nervt. Aber, naja, seht euch um. Cool, echt, Mädel, du bist cool. Jona, ja. Das ist wirklich the end of nowhere. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal Ork an und dann, ja. Ein neues Gesicht. Welch willkommener Anblick im trostlosen Moortal. Willkommen, mein Freund, willkommen. Ja, schön. Hey, Alter. Ich bin Barde. Ausgebildet an der Bardenakademie in Einsamkeit.
Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Nun gut. Leute, Klingt ja. Wacker. Also ich habe mir das nicht gedacht, aber Mortal ist ja ein illustres Städtchen hier, ja, da kann man so einiges mitmachen. Wir haben da jetzt mittlerweile auch noch zwei Quests dazu bekommen, denke ich mal. Und wir werden aber schauen, dass wir mal den einen abschließen können. Gut so Leute, mit diesem Rundumblick, Dosita diesmal alleine, verabschiedet sich und euer Toso. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Ciao.